Immer wenn in Deutschland oder der Türkei etwas Außergewöhnliches passiert oder es sogar zu Spannungen zwischen beiden Ländern kommt, dann bedeutet das für uns Deutsch-Türken mal wieder, überall erklären zu müssen, deuten zu müssen, Fragen beantworten zu müssen. Es bedeutet, wieder Universalexperte für Geografie, Politik, Wirtschaft, Geostrategie, Kultur, Religion, internationale Beziehungen und all ihre Nebengebiete sein zu müssen. Dann dürfen wir öfter als ohnehin schon aus dem Stegreif ganze Vorträge zu komplexen, themenübergreifenden Sachverhalten halten. Cihat teriminin aslında etimolojik olarak belirli bir hedefe yöneltilen efor anlamına geldiği doğru mu? Peki bunu ilgili Kur'an sureleri yardımıyla açıklar mısınız? Şu fiili dileği ve şarta bağlayan kipleri bana bir ara anlatır mısın? 1923 Lozan Anlaşması'nı kim imzalamıştı? Baksana. Siz şu Kürt sorununu nasıl çözeceksiniz? Tauchen neue Namen auf der politischen Bühne auf, dann müssen wir auf Anhieb die Biografien dahinter runterbeten können, während alle anderen noch nicht einmal diese vernünftig aussprechen können. Sizin şu yeni dışişleri bakanı. Adı neydi ya? Kavuş. Kavuş. Çavuşoğlu. Ya. Genau, Kavuşoğlu. O göreve gelmeden önce hiç yurt dışı deneyimi edinmiş mi? Leider blieb meine Hoffnung, dieser Tortur in der Türkei zu entkommen, unerfüllt. Hier ging es mit demselben Eifer weiter. Hani şu Alman gramerindeki artık yerler var ya, der, die, das. Bana bir ara onları şöyle detaylı anlatır mısın? Bir de şu dönüşlü fiilleri. Almanya'daki mültecilerin sağlık statüsü nedir? Peki Merkel'in Doğu Almanyalı olduğu doğru mu? Stasi dosyasında ne yazıyor? Almanlar nasıl mi? Das eigentlich Interessante an all dem ist aber, dass ich über 30 Jahre lang tatsächlich versucht habe, auf all diese Fragen Antworten zu finden. Wenn ich dann aber mal ungefragt längere Vorträge zu bestimmten Diskursen halte, heißt es gleich, sei ein Klugscheißer.